vielleicht mehr Geld kriege, aber ich bin sowieso immer jemand gewesen, der alle Truhen und so gelootet hat. Das heißt, ich hatte eh genug Scheiße immer. Und dachte mir so, hä, wozu soll ich das machen? Und also solche Systeme habe ich sehr, sehr oft ignoriert, weil ich sie einfach schwachsinnig fand. Hallöchen, Tarantier. Tarantier, sag, ja, auch schön, dass du immer noch da bist, Tarantier. Entschuldigung. Jens wollte ich sagen. Hi, schön, dass du da bist. Orientation. Ja. Habe ich das echt gesagt? Oh Mann, ey. Ich bin heute ein bisschen durch. Okay, wir gucken mal. Wir bleiben mal hier so stehen. Schicken mal den Vogel raus. Warten noch, dass der Baum weg ist. Und dann gucken wir mal. Ich finde das mit dem Vogel, finde ich halt persönlich auch geiler. Es macht auf einmal viel mehr Spaß. Ja. Quasi das Adlerauge zu verwenden. Verteidigt. Ach, hier steht auch noch einer. Da. Da ist mein Schatz. Es sind eigentlich Gegner, die ich machen könnte. Also easy. Ach, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ich wollte ja diesen einen Typen haben. Ich kletter mal hier hoch. Jo, habe ich. Aber auch bei Black Flag so Vögel finden oder Animusblätter finden. Ja, das ging aber tatsächlich noch. Das hat wenigstens noch so. Also, das fand ich tatsächlich lustiger als das andere halt. Aber dieses Händlersystem war einfach so. Jetzt wird er wenigstens von ein weniger bewacht. Greif doch bitte. Genau, greif doch bitte ihn an. Wie wär's? War mal das beim letzten Mal? Warum war das beim letzten Mal so schwer, bitte? Nee, sie haben auf jeden Fall viele Sachen echt zum Besseren geändert. Und also ich muss auch sagen, die anderen Spiele waren gut, aber sie waren halt so, es war eine Beschäftigung für nebenbei. Und dann war es auch so, war es das für mich zumindest. Dann dachte ich, ja, okay, das kann man machen. War jetzt interessant. Schön, habe ich halt zur Kenntnis genommen. Und dann war so, okay, ja, pff, was soll's denn? Aber ich weiß nicht, der Teil, der hat einfach an den richtigen Stellen mal angesetzt. Plötze, wo bist du? Plötze? Da bist du meine Plötze. Ja, da ist meine Plötze. Also sie haben sich sehr viele gute Sachen von Witcher auf jeden Fall angeguckt, definitiv. Was war das am Anfang? Warum wurde so alles so grünlich? Das ist eine, das hat mit meiner Waffe zu tun. Kennst du das nicht? Das ist, wenn du, also warte mal, wie erkläre ich das jetzt? Ja, auch selbst noch nicht aus. Also brennen, bla bla bla, ne? Genau. Es gibt halt, das ist eine Adrenalinanzeige und je nachdem, was für Waffen du ausgerüstet hast, ich glaube, wenn die zum Beispiel so gelblich sind und dann haben die so, also legendäre Sachen sind, dann können die schon mal bessere Sachen machen. Und du hast halt auf allen Waffen so ein Adrenalin-Ding, dass du da eben irgendwie was machst. Ja, das war eine sehr ausführliche und echt stichhaltige Erklärung. Ich bin total verwirrt gerade. Also. Oh, was ist das? Warte mal, ich muss mich gerade mal eben ablenken. Hä? Was ist das? Mach mal Kapuze runter, Bayek. Kann man dich mal eben drehen? So, ich krieg das gerade nicht hin. Danke. Zugleich auf jeden Fall. Was ist das hier? Ach, das ist wieder der Zottelkopf. Ach so, wir können dich wieder bärtig machen, wenn wir wollen. Zieh einfach die Kapuze wieder auf, dann bist du hübsch genug. Stimmt. Nach Grad ist es auf jeden Fall wieder kaufwürdig. Ja, Geralt. Ja, definitiv. Jedenfalls, du hast halt so Waffen und mit manchen Waffen hast du dann eine Möglichkeit, deine Adrenalinanzeige aus, quasi auf was zu klicken. Und dann hat bei der Waffe ist das halt so, dass du in so einen Berserker-Modus reingehst, der eben super schnell einfach alles töten kann, wenn er möchte. Es gibt auch andere Waffen. Ich weiß, warte, ich guck mal eben. Ich kann mal gucken, warte mal. Ich kann ja mal sagen, okay, ich drück mal auf der Waffe. Ja, ich wechsle mal eben hier die Waffe. Ich meine, die Doppelschwerter hätten auch was. Ich kann mal gucken, dass ich mit denen kämpfe. Ich bin mir da jetzt nicht zu 100% sicher. Ich bin ja halt an das Zepter mittlerweile gewöhnt, damit zu spielen. Also keine Ahnung, wie das gleich auch damit laufen wird.
Werden wir einfach sehen. Und da hinten ist irgendwie ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Sperrgebiet. Es ist eine Garnison. Ach so. Guten Abend, Hallöchen Pumpman. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir heute? Sie sind aber noch alle okay. Warte, wo müssen wir hin genau? Warte, oder warte, warte, warte mal. Warte mal, Waldemar, Waldemar. Oh, okay, warte. Was müssen wir? Tötet den Hauptmann. Das sind 2 und 4 Schätze plötzlich. Hört das noch zu Alexandria? Mein andererseits der Level. Ja. Was haben wir? Was ist das hier eigentlich? Sind das? Hier sind Gefangene. Gott. Ja. 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 Okay. Mhm. Hier sind ein paar mehr Wachen. Okay. Was? Wo möchtest du mich hinführen, Fahnenkreuz? Wo ist der Schatz? Hier. Da ist ein Eingang. Ah. Ich habe nicht mehr die Hauptmänner bis dato gefunden. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Gegner. Das wird ein Spaß mit den Doppelschwertern. Okay. Ja, ach, du bist noch nicht so weit. Ja, okay. Ja, okay. Ich habe das auch nur so zufällig rausgefunden. Hier ist der Schatz. Wir haben den Schatz gefunden. Wo sind die Hauptmänner? Warte, was haben wir hier? Was möchtest du mir hier zeigen? Ah, Hauptmann. Ah, ja, okay. Hauptmann Nummer 1. Irgendwo, hier ist eine Quest, das ist schön. Da ist Hauptmann Nummer 2. Okay. Da muss das Spiel einmal laden. Ich habe so viele Informationen jetzt gesammelt. Dann würde ich sagen, schleichen wir uns mit Plötze. Beziehungsweise mit Bike mal hervor. Heran. Grafik ist auch toll. Spart in Ägypten Urlaub. Naja, da wäre ich tatsächlich, glaube ich, lieber selber nochmal in Ägypten. So, ehe ich das nur virtuell erleben könnte. Aber es ist cool auf jeden Fall. Hey, bist du betrunken? Hä, kann ich hier nicht runterziehen, oder was? Scheiß. Was ist ein Scheiß? Was? Merkwürdig. So, ich habe mal die Doppelschwerter ausgerüstet. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich gucke jetzt aber, dass ich ein bisschen sneaky, weil ich habe eigentlich keine Lust, zu großes Aufsehen zu erregen bei den Leuten, aber oh Gott. Du siehst mich nicht. Du. Okay. Plötze ist aber kein Kamel. Cam unscharf. Echt? Bei mir ist sie gerade nicht unscharf. Willst du mir etwas sagen? Ich bin nicht scharf. Gott. Man guckt sich nur so diese kleinen Pünktchen an, denkt sich nur so YOLO. Dann gehe ich mal in die Garnison rein, ne? Oh man. Oh man. Ich möchte jetzt nicht unbedingt... Jetzt wieder, okay. Ich möchte jetzt nicht unbedingt tatsächlich... Hä? Genialos? Wen? Was? Hier gibt es auch noch ein anderes Ziel? Was? Wo?
Der gehört aber nicht zur Garnisonsgeschichte gerade. Oh. Runter? Halt durchs Gebäude jetzt. Jetzt hier aber Schluss mit... Oh, plündern. Jetzt hier aber Schluss mit lustig. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Genadi sucht in Ost-Alexandria nach Adi. Achso, deswegen müsst ihr... Weil er Aya sucht, stimmt ja. Könntest du Ingame-Lautstärke in Zacken hören? Ja, klar. Na, guck mal, sag einfach nochmal Bescheid. Beides, ihr seid einfach nicht in der höheren Auflösung als 1 cm. Richtig. Hä, was soll das heißen? Ich habe gerade echt keinen Plan, wo ich jetzt was hier mache. Ich werde wahrscheinlich jetzt sowas von in allerlei Wachen reinrennen. Weil er dreimal best to succeed ist. Best ist er gut. Der eine hat Loot liegen lassen, den habe ich nicht eingesammelt. Da ist der Hauptmann. Der erste von den 100, die ich hier töten soll. Mal gucken, ob ich mich an den Rand sneak. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich mich jetzt hier an den Rand sneake. Was? Oh, habe ich dich gerade beim Pinkeln getötet? Oh, das tut mir ein bisschen leid, tatsächlich. Was war das für ein Bogen? Kriegsbögen. Precision. Woran sehe ich eigentlich? Hm. Ach, das ist so ein Dreischusse. Ne. Nicht schon wieder so ein Schrotflintenkreis. Der ist jetzt bestimmt an. Kleine Wortwitze, ne? Okay, einer ist ein bisschen auf. Der hat mich ein bisschen gesehen, ja. Ja, dreh dich mal zum Busch und pinkel da mal rein. Sehe halt gerade nicht, in welche Richtung der guckt. Achtung. Wir müssen vielleicht die Leute auch noch befreien, ne? Herr. Falsche Taste. Finde und rette die Schauspieler. Level 20. Auf die Hose gepisst. Achtung. Klasse, Isa. Achtung! Welch glückliche Fügung! Danke! Die Götter segnen dich! Zu stark! Der Bastard! Was? Tod den Solonär! Oh! Helf mir mal hier drüben! Entschuldigung, ihr habt so leise geschrien, da war ich verwirrt. So gütig, ich danke dir. Ja, kein Ding, du. Dann gucken wir mal, dass wir die anderen auch noch befreit kriegen oder so. Die Klinge bei Stefan bekommt man aber auch erst später, oder? Genau. Die habe ich erst vor kurzem bekommen, Tarantier. Ich find's toll, dass es dir leid tut, dass du ihn beim Pinkeln getötet hast, aber das ist dir nicht. Nö. Warum sollte es mir leid tun, dass ich ihn getötet habe? Das verstehe ich nicht. Macht doch keinen Sinn. Psst. Noch? Nein, ich sag's besser nicht. Ich wollte jetzt sagen. Hauptmann, welch glückliche Fügung. Bitte 10 Feinde, ohne entdeckt zu werden. Danke. Wer hätte das gedacht, dass ich so einen Erfolg schaffen würde? Ja, oh, die sind irgendwie aufmerksam. Okay, oben ist noch der andere Hauptmann. Hier sind auch noch 3 Rebellen. Dann haben wir da noch welche. Wer ist das?
Okay. Kann das sein, dass ich gerade das komplette Gefängnis in Aufruhr versetze mit meiner Aktion, weil ich die Leute befreie? Beim Pissen gemeuchelt, mir fällt da eine Band ein, die ich mal wieder hören müsste. Okay. Weiß halt nicht. Letztendlich. Oh, plünder das bitte. Danke. Keine Ahnung, letztendlich. Ich glaub, da stimmt was nicht. So ein Scheiß. Hey, was? Stirb, du ja, siehst du die Messer, die haben das auch. Zum Beispiel, dass ich, dass du schon mal einen so. Kein schwerer Schuss. Kann ich eigentlich? Nö, Schild kann ich nicht. Ja, komm her! Was bist du denn? Oh, ausweichen geht anders. Okay, wir wechseln mal eben. Ich will mal eben die Waffe wechseln. Digga, warum ist der dicke Sohn so? Aua! Oh mein Gott. Ups, da habe ich, ja, aua. Meines Wissens ist plötzlich aber ein Andromeda. Andromeda? Nee, Andromeda ist ein Spiel. Oh mein Gott, Andromeda ist ein Spiel, ja. Wenn der befreite Gefangene die Wachen klar macht, sollte ich ein paar Leute befreien. Dann habe ich Dates. Ja. Bin ich denn jetzt? In Alexandria, ja. Das, liebe Freunde, hat nicht so funktioniert. Aber der erste Hauptmann ist... Ach, ich habe den Kommandanten sogar schon getötet. Ach, es gibt zwei Hauptmann. Ich verstehe. Okay. Okay. Dann gehen wir nochmal da rein. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt was gebracht hätte. Übrigens, Fun Fact auch, Leute. Es gibt ja die Möglichkeit, quasi Tag und Nacht zu überspringen. Und sehr witzig. Also ich werde die jetzt nicht befreien, weil die sterben ja nur leider, die Leute. Und möchte ich nicht beantworten. Die, also ich... Jetzt ich, muss ich vorsichtig sein. Ja, das habe ich wohl auch gemerkt. Dass ich, den anderen habe ich halt noch gar nicht gefunden, den. Diesen fetten Hauptmann. Ja, jetzt habe ich ihn gefunden, den dicken Hauptmann da. Den würde ich halt... Huch, wo bin ich denn jetzt hier? Den würde ich halt gerne schon am besten so von oben anspringen, wenn das geht. Dann gucke ich aber mal, dass ich halt den Hauptmann hier wegkriege, vor allem der sich gerade schlafen... Nein, er legt sich nicht mehr schlafen. Warum legst du dich auch schlafen? Hey! Du da! Was? Wer macht hier? Hat jemand Meldung gemacht? Es macht jemand Meldung? Wer? Wo? Sie hat einen Freund des Hofes ermordet. Wie du befiehlst, Filakitai. Bleib jetzt hier oben einfach und chill hier oben ein bisschen mein Leben. Ich muss halt die Schätze auch noch finden, ne? Warte mal. Oh. Ne, das ist das andere Ziel. Ich muss halt die Schätze noch finden. Wir haben jetzt ein S gefunden. Das ist auch ein Mensch. Hier ist noch ein Schatz. Das ist auch nur ein Mensch. Ich werde dem vorsehen. Kann das sein, dass da jemand... Das habe ich auch schon gefunden beim letzten Mal. Ich finde das schön, dass es so Richtungspfeile gibt, die dich so ein bisschen an... Da bin ich. So ein bisschen anleiten, wo du halt hin musst. Okay. Ah, hier sind die zwei Schätze. Okay, cool. Gut. Dann machen wir jetzt easy peasy hier den Typen da um die. Wenn die eins... Isa möchte den Hauptmann anspringen. Oh ja. Ich wusste immer, dass sie draufsteht. Mädels werden aber schwach bei Uniformierten. Eventuell, ja. Okay, da ist niemand. Das heißt, ich kann jetzt, müsste theoretisch rüber, aua, rüber klettern können. Muss den dicken, also ich muss den einfach morcheln. Weil wenn der mich jetzt nochmal entdeckt, ne? Okay, warte, Isa. Verkackt es nicht. Warte, ich wollte eigentlich schon hoch.
So, und jetzt haben wir nämlich den Riesen mit seiner fetten Axt auch umgenietet. Easy peasy. Wo waren die Schätze? Die habe ich doch auch schon markiert. Die sind unter mir. Ah ja, die zwei sind unter mir. Okay. Komme ich hier im Haus runter? Das ist immer eine Wache, die schläft. Nein, das ist keine Treppe. Hier ist eine Leiter. Nehmen wir die mal. Nein? Nein, wozu Leiter nehmen? Oh. Weniger Wachen noch da sind am Ende, umso einfacher für uns. Wir haben einen neuen Jagdbogen. Jagdbogen. Der nächste Schatz gewesen. Demio, hilf mir mal eben. Ich bin hier, der ist da, okay. Also entweder ist er hier nochmal eine Etage tiefer. Kann ich sprechen, ja. Nonomus Canapus. Aber jetzt nicht, das springt doch nicht immer auf die, allen Truhen.